Moin Leute, Mahlzeit, was geht ab? Schön euch zu sehen. Heute eine ganz kleine Spezialepisode zu Ehren eines ganz besonderen Menschen, der heute Geburtstag hat. Ist das nicht fantastisch? Ist das nicht fantastisch? Zu diesem Anlass habe ich vor einiger Zeit bereits ein kleines Level gebaut und das wollte ich heute nur einmal zeigen. Ein kleines Level. Und zwar handelt es sich dabei um Spunsys Spooky Birthday Party. Ja, ja. Oh, sogar schon viermal geklärt. 7 Sterne erhalten. Sehr schön, sehr schön. Lass uns mal reinschauen. Ach, ist das nicht süß? Ein kleines Häuschen. Ein kleiner Chain Chomp. Spunsi hat bekanntermaßen einen Hund. Ist das nicht süß? Hier ist so eine kleine Brücke und Wolken, die rumfliegen und Pflanzen. Ist das nicht alles mega süß? Geht so, ne? Geht so. Ein paar Gloombas und Fuzzy Beagles, die da rumspielen. Yoshi! Schauen wir mal, was sich hier versteckt. Red Coins. Nice. Ja, in dem ganzen Level sind natürlich überall Red Coins versteckt. Yoshi, nicht die Spawn. Hier ist auch noch eine. Juhu! Wo soll's nur hingehen? Wo soll's nur hingehen? Ach, ich mag diese schönen, friedlichen Levels. Da kommen Wolken aus ihrem Schornstein. Und noch eine Red Coin. Nice. Nice. Und mal schauen, wie Spunsys Haus von innen aussieht. Oh, eine Geburtstagstorte. Eine Geburtstagstorte. Ist das nicht süß? Und noch mehr Red Coins. Ich weiß gar nicht, was ich hier versteckt habe. Pilz. Nice. Ist ja auch egal. Dann lass uns mal in den Keller gehen. Es ist ja schließlich Spunsys Spooky Birthday Party. Oh nein, wir haben es nicht geschafft. Wir sind Geister. Das ist ja furchtbar. Schrecklich. Sie hat einen bösen Geist, der Keller. Ist das nicht fantastisch? Indem wir ein bisschen Rätsel lösen müssen. Oh, ein Koopa Troopa. Nice. So, den Koopa Troopa müssen wir jetzt da. Zack. Lass zerstört den Mancha. Dann können wir hier reingehen. Ist das nicht fantastisch? Oh nein, jetzt müssen wir Yoshi leider zurücklassen. Habe die bösen Thwomps vernichtet, die da, die armen Tierchen hingerichtet hat. Die haben. Oh, wie soll ich es bloß sagen? Schreibt wieder Unsinn. So, jetzt weiter. Ein Powerblock. Was sollen wir tun? Nein. Mr. Bowly Boy trägt uns hier herüber. Nein, ein Geist. Nein. Wenn ich jetzt hier in meinem eigenen Level drauf gehe, wird das Ganze sehr peinlich. Oh mein Gott, ich sehe das schon kommen. Oh nein, wie soll es hier nur weitergehen? Schauen wir mal hier. Und wir kommen aus Spunsys Schornstein. Ist das nicht süß? Ist das nicht süß? Noch eine rote Münze. Nice. Damit können wir... Habe ich hier noch was versteckt? Damit können wir den P-Switch da rausschnipsen. Und aktivieren. Was wird passieren? Boink. Der Launcher ist weg. Ist das nicht toll? Ich weiß nicht, was hier unten passiert. Achso. Oh, nein. Oh. Fast wären wir zerquetscht worden. Aber auch nur fast. Checkpoint. Oh mein Gott, ich bin total schlecht.
Fast wäre ich draufgegangen. Schauen wir mal weiter. Was haben wir? Soll das etwa ein Bossfight sein? Soll das etwa ein Bossfight sein? Mal gucken, was passiert, wenn wir den bösen P-Switch aktivieren. Oh mein Gott, oh mein Gott, es fallen Piranha-Plants runter. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Und irgendwas gibt uns den Schlüssel. Magic. Ah, schön. Oh, und wir haben den Schlüssel, den geheimen Schlüssel haben wir. Dann können wir jetzt aus Spunsis gruseligem Keller wieder rausgehen. Das ist das Ziel. Aber wir wollen natürlich noch nicht in das Ziel. Wir wollen uns jetzt unsere verdiente Belohnung abholen. Hier, dafür, dass wir die ganzen Münzen eingesammelt haben. Yoshi! Ein Spiky Helmet. Ja. Und hier steht sogar, falls ihr das lesen könnt, Happy Birthday! Ja! Weil das ist Spunsis Birthday Party, die wir hier feiern. Mit kleinen Herzchen im Himmel. Jetzt im Nachhinein fällt mir auf, wie unglaublich lahm das Level eigentlich ist, aber... egal. Wir können sogar, jetzt wo wir den Schlüssel haben, können wir sogar wieder zurückgehen. Ja, ist das nicht schön? Ist das nicht fantastisch? Ist das nicht das schönste Level, das ihr jemals gesehen habt? Natürlich nicht. Hui, hui. Ah, nein, ich will gar keine Blume. Und das ist auch schon Spunsis Spooky Birthday Party. So, Spunsi, was ich eigentlich sagen wollte ist, tut mir leid, dass ich heute nicht bei deiner Geburtstagsparty sein kann. Du weißt, das tut mir wirklich, wirklich, wirklich unglaublich leid. Ich wäre so gerne da gewesen. Nichtsdestotrotz, ich habe dich ganz so lieb. Du weißt, du bist ein großartiger Mensch. Bleib so, wie du bist. Nein, werd sogar noch besser, falls das überhaupt möglich ist. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Ich freue mich schon sehr darauf. Und ja, ich habe hier noch ein kleines Musiklevel für dich rausgesucht. Du wirst sicherlich erkennen, was das ist. Und wir sehen uns dann bald wieder. Ich hab dich lieb. Happy Birthday! Tschüssi!